Im Sommer auf nem Festival, nee, was ist das schön? Da kann ich mir den ganzen Tag gute Bands ansehen. Gute Bands und schlechte Bands, es ist nun einmal so. Noch ist die Laune gut, doch dann muss ich mal und ich steh vorm Dixie-Klo. What? Ich? Und ein Dixie-Klo? Das ist doch völlig unter meinem Niveau. Ich will aufs Rokoko-Klo meiner Oma. Rokoko-Klo meiner Oma, Komma. Rokoko-Klo meiner Oma. Oh, oh, oh. Ausrufezeichen. Durch Brandenburg nach Rügen an den Strand. Ich höre Musik, bin gut gelaunt und schaue raus ins Land. Der Kaffee schmeckt recht aufgeweckt, ich denk mir apropos, die Zeit im Zug wird gut genutzt, am besten auf dem Klo. What? Das Klo ist defekt, hat die Bahn das noch nicht durchgeschickt? Ich will aufs Rokoko-Klo meiner Oma. Rokoko-Klo meiner Oma, Komma. Rokoko-Klo meiner Oma. Oh, 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 oh. Ausrufezeichen. Woohoo! Woohoo! Moment mal. Im Barock gab's doch gar keine richtigen Klos. Ich habe mal gehört, dass selbst im Schloss Versailles, das ja etwa 2000 Zimmer hat, den Menschen, und zwar sowohl dem König als auch seinen Bediensteten, keine Waschbecken und keine Klos zur Verfügung gestanden haben sollen. Ja, im Barock. Ich spreche ja auch vom Rokoko. Vom Rokoko-Klo meiner Oma. Meine Oma hat nämlich eins. Glaubst du nicht? Gehst du hin, guckst du an, glaubst du. Ich will aufs Rokoko-Klo meiner Oma. Rokoko-Klo meiner Oma, Komma. Rokoko-Klo meiner Oma. Oh, yeah. Ich will aufs Rokoko-Klo meiner Oma. Rokoko-Klo meiner Oma, Komma. Rokoko-Klo meiner Oma. Oh, Ausrufezeichen.